schlau. Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's dran, dass wir die Werkstatt vom Weihnachtsmann bauen. Wir haben ja schon sein Häuschen gebaut, wir haben schon seinen Nachbarn gebaut. Alles natürlich in der Infobox verlinkt, falls du es dir nachbauen willst. Aber heute geht's an die Werkstatt ran. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand. Auf geht's! Für den Start holen wir uns einfach mal ein bisschen türkises Glas raus, denn Magente Keramik. Oranger Beton begleitet uns wie glatte rote Sandsteinstufen. Falls es irgendwann mal Betonstufen gibt, dann nimmt davon bitte die Orangen. Dann haben wir so ein bisschen orangen Teppich raus, halt nur, falls ihr davon nicht die Betonvariante habt, und dann noch ein bisschen türkise Glasscheiben, einfach noch ein bisschen als Unterstützung. Für den Umfang von unserer Weihnachtsmann-Werkstatt brauchen wir ein Maß von um die 19x19 Blöcke. Ich werde mir die Kuppel, die wir uns jetzt hier bauen wollen, aus Glas mit rotem Beton immer vorziehen, damit ihr immer genau seht, welche Ebene wir uns jetzt immer zeichnen. Ich tausche mir das im Nachhinein mit meinem Glas aus. Ich empfehle natürlich jetzt schon gleich mit Glas zu beginnen. Wir fangen dann erstmal an, uns eine Reihe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke uns erstmal gerade hinzusetzen. Dann machen wir jetzt erstmal unseren Kreis. Da gehen wir dann einfach zwei Blöcke zur Seite, zwei einzeln so schräg. Und dann geht es eigentlich wieder so, dass wir unseren Zweier machen. Und da kommt wieder unser Siebener hin. Und so haben wir einen Teil von unserem Kreis fertig. Und das machen wir jetzt hier insgesamt nochmal dreimal. Also erst ein Zweier, zwei Einer, Zweier und der Siebener. Ja, so ziehen wir das jetzt eigentlich weiter, bis wir wieder zur anderen Seite kommen, sodass wir denn hier erstmal unser Grundmaß erhalten. Dieses Maß wollen wir uns dann nochmal zweimal hier noch drauf platzieren. Genau das gleiche Maß, was wir haben, setzen wir noch zweimal rauf. Wenn wir die zwei Ebenen dann drauf platziert haben, geht es wieder mit der nächsten Reihe weiter. Da fangen wir jetzt erstmal auf unserer 7er Fläche an. Da können wir jetzt erstmal eine 5er Ebene uns hinsetzen und an den Seiten machen wir einfach mal Zweier hin. Dann kommt hier ein weiterer Zweier. Und so haben wir eigentlich schon das Maß hier für die nächste Ebene, dass wir eigentlich mit einem 5er beginnen. Und dann kommen einfach nur zwei Zweier. Und dann geht es hier wieder über in die nächsten zwei Zweier zu den 5er hier. Dass wir am Ende dann natürlich dieses Maß erhalten. Für die nächste Ebene beginnen wir wieder hier auf unserer 5er Fläche. Setzen jetzt erstmal einen Dreier hin. Zu den Seiten platzieren wir auch nochmal einen Dreier. Gefolgt von drei einzelnen. So, drei Stück. Wunderbar. Dann geht es hier wieder weiter mit dem Dreier. Dreier und der dritte Dreier hier. Auf jeder Seite sind jedenfalls drei Dreier. Und dann kommen einfach drei Einzelne hier einfach noch dazwischen hin. Und das ist eigentlich schon der ganze Trick. Ja, nicht unbedingt Trick kann man sagen, aber so das Maß, was wir hier einmal ringsherum uns platzieren. Sobald wir uns denn auch dieses Maß hier einmal ringsherum gezogen haben, machen wir dann wieder mit der nächsten Ebene weiter. Da fangen wir wieder, würde ich sagen, auf der geraden Reihe hier an, von unserem Dreier. Hinter unserem Dreier setzen wir jetzt einfach mal einen Siebener. Müssen wir nicht unbedingt für 10. Ihr lasst einfach an der Seite einen Block Platz. Und dann erhaltet ihr hier perfekt einen Siebener. Dann geht ihr zur Seite. Da setzen wir uns einfach mal einen Einer hin. Gefolgt von einer Dreierecke, die wir uns hier mal hinsetzen. Dann kommt wieder so ein Einer, der hier so drüber schwebt. Und dann setzen wir wieder unseren Siebener hin. Ne? Wie gesagt, müsst ihr nicht doll zählen. Einfach nur darauf achten, dass ihr einen Block überlasst hier einfach mal an der Seite. Kommt wieder unser Einer hin. Dann machen wir unsere Dreierecke wieder hin. Einer wieder so schräg hin. Und wieder unser Siebener. Ganz einfach kriegen wir hier uns das denn hingebastelt. Müssen wir nicht so viele Blöcke uns platzieren zum Vorbau. Geht alles relativ fix. Na, und dann sind wir hier schon wieder bei unserem Siebener. Kommt unser Einer hin. Ecke natürlich noch. Und der letzte Einer. Super. Ja, so tausche ich mir das hier einmal wieder aus. Weiter geht's denn wie immer auf unserer geraden Reihe. Da fangen wir jetzt erstmal an, bei unserem Siebener in der Mitte einen Block uns erstmal zu platzieren. Dann geht es zur Seite, dass wir jetzt hiervon einfach mal einen Dreier und schräg davon hinsetzen. Der schwebt hier komplett dann einfach in der Luft. Da setzen wir dann einfach einen Zweier hin. Der stößt dann hier wieder an einen anderen Zweier an, sodass wir hier wieder unseren fliegenden Dreier machen. Beim Siebener hier aus machen wir den Einer. Ne? Und dann geht es hier eigentlich wieder so weiter, dass wir dann unser Dreier hier drüber machen. Dann kommen wieder zwei Zweier hier einfach mal. Den hier in der Mitte wieder den Einer. Und schon geht es eigentlich das ganze Zeit so weiter, ne? Dass der Dreier kommt, dann die zwei Zweier. Ihr seht, das ist wieder ganz einfach. Und so kriegen wir hier die nächste Ebene auch wieder leicht drauf gebastelt. Sodass denn die Ebene jetzt hier erstmal so aussieht. Für die nächste Reihe geht es relativ fix. Wir fangen jetzt hier auf unserer Fläche an, wo wir in der Mitte einen Platz haben. Da setzen wir uns jetzt einfach mal einen Fünfer hin. Das würde ich einfach euch mal empfehlen, dass ihr das jetzt auf jeder Seite macht. Weil dann sind wir eigentlich relativ fix unterwegs, auch die Seiten noch dazu zu machen. Ja, was heißt Seiten? Vielleicht die Ecken. Und zwar fangen wir jetzt hier ganz einfach an, dass wir uns erstmal so einen Zweier hinsetzen. Und in der Mitte machen wir einfach hier wieder so einen Dreierwinkel rein. Das ist eigentlich schon der ganze Trick, wie wir jetzt hier unsere nächste Ebene uns ziehen. Also ihr fangt am besten mit zwei Zweiern hier an der Seite mal an und dann einfach hier nochmal so eine Ecke reinsetzen. Ne? Das geht dann also hier einfach so Zweier hin und die Ecke rein. So müssen wir uns hier nicht so doll quälen, uns hier die Ecken zu basteln. So, erst die Zweier und die Ecke rein.
Super, kommen wir zur nächsten Ebene. Für die nächste Ebene fangen wir da an, wo wir unseren letzten Fünfer hatten. Und zwar setzen wir genau dahinter nochmal einen Fünfer. So, wir lassen beim Fünfer die Mitte jetzt einfach mal hier frei und setzen dann nochmal zu den Seiten jeweils hier einen Dreier hin. Und ich würde sagen, das Spiel machen wir jetzt erstmal auf allen anderen Seiten mal mit. Also, wir fangen erstmal an, hinter unserem Fünfer einen Fünfer hinzusetzen. So, von der Mitte so ein bisschen ausrichten. Vom Fünfer setzen wir jeweils zu jeder Seite einen Dreier hin. Ne? Und das machen wir hier auf jeder Seite. Sobald wir denn hier jede Seite unsere Fünfer und zwei Dreier gesetzt haben, seht ihr, glaube ich, schon ganz gut, wie wir das jetzt an den Seiten hier verbinden wollen. Und zwar ganz einfach nur noch hier mit einem Einer. Ne? Den setzen wir hier einfach mal dazwischen hin. Bei der nächsten Ebene machen wir eigentlich fast das gleiche Prinzip, wie wir das jetzt schon hatten. Wir fangen jetzt einfach mal hier an, wo wir, sage ich, mit diesem Einer frei haben, setzen unseren Einer hin. Dahinter platzieren wir dann einfach mal, dahinter platzieren wir dann einfach mal einen Siebener. Und das würde ich auch erstmal euch empfehlen auf jeder Seite. Also über der Lücke hier machen wir einen Einer hin, hinter dem Einer ganz einfach einen Siebener. Und ihr seht schon, die treffen sich dann hier auch gleich an der Seite. Da werden wir dann auch gleich mal ein schönes Viereck erhalten. Und dann kommen wir natürlich noch dazu, das Innere ein bisschen zu verstärken. Das heißt, wir fliegen hier in jede Ecke hin und setzen hier nochmal drei weitere Blöcke einfach zur Verstärkung. So, drei Stück hier in jede Ecke ran. Und sobald wir das geschafft haben, geht es dann wieder los zur nächsten Ebene. Und dann haben wir es schon geschafft. Denn das alles, was jetzt noch offen ist, ist eine Ebene. Das heißt, ihr nehmt einfach mal jetzt eure Glasblöcke und füllt hier oben das aus. Ich verzichte mal auf den Anschaublock, weil ich denke mal, die letzte Ebene ist relativ simpel. Weil ihr müsst einfach nur die Fläche, die ihr jetzt frei habt, nochmal komplett zuziehen hier mit der letzten Ebene. Ja, das war es dann auch schon mit unserer Kuppel von unserer Fabrik. Jetzt kommen wir natürlich noch dazu, das Muster reinzuhauen. Wir fangen am besten auf der Seite an, wo ihr denn auch eure Vordertür haben wollt. Ihr könnt euch das jetzt aussuchen. Wie gesagt, das ist eine perfekte Kugel, die wir haben. Jede Seite ist komplett gleich. Könnt ihr also selbst entscheiden, wo ihr eure Vorderseite macht. Bei mir wird es jetzt hier sein. Ich lasse mir jetzt hier auf unserer 7er Fläche, die wir hier haben, würde ich sagen, an der Seite einen Block Platz. Dann setze ich mir jetzt hier in der Höhe von drei Blöcke einfach mal hin. So, die Mitte können wir hier auch einfach mal freihauen. An der Seite setze ich jetzt meine Magenta-Keramik einfach mal hin. Dann würde ich sagen, spitzen wir das hier einfach mal ein bisschen zu, dass wir uns hier einfach drei weitere Blöcke, so wie eine kleine Pyramide, uns hier einfach mal so hochsetzen können. Und ihr könnt ruhig jetzt hier innen drin komplett das Glas freihauen, denn hier wird ja, sage ich mal, die Tür werden. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt Glasblöcke machen. Ihr habt es ja ganz gut gesehen, da kann man sich ja dann irgendwie so eine Schiebetür basteln, wenn man möchte. Wie das natürlich funktioniert, habe ich euch oben in der Infobox verlinkt. Ne, könnt ihr euch das Video gerne angucken, um euch, sage ich mal, solche mechanischen Türen zu bauen. Andernfalls könnt ihr das natürlich auch einfach zulassen, wenn ihr euch das einfach nur als Deko bauen wollt. Aber ich fand einfach, weil es ja eine Glaskuppel ist, muss man es ja auch einrichten, weil man kann ja eh reingucken und das wäre ja doof, wenn wir die komplett verkleiden würden. Ne? Also müsst ihr mal gucken, wie ihr euch die Tür machen wollt. Ihr könnt sie auch offen lassen, ne, wie ihr wollt. Oder ihr macht euch dann einfach diese mechanischen Mechanismus rein, ne, dass die halt aufgeht. Finde ich ganz schick. Naja, gut. Weiter geht's dann jetzt hier mit dem Muster. Wir nehmen immer noch unsere Magenta-Keramik. Gehen jetzt mal zu den Seiten. Wir machen uns erstmal mal so einen kleinen Vordruck, wo überall was entstehen wird. Bei der Tür zur Seite lassen wir drei Blöcke Platz. Dann setzen wir hier einmal Keramik hin. Danach lassen wir vier Blöcke Platz. Also ihr könnt echt zählen. So 1, 2, 3, 4. Ne? Ab dem fünften wieder hin. Und dann wieder 1, 2, 3, 4. Und der nächste. So, das machen wir einmal komplett ringsrum. Ne? Immer vier Blöcke Platz lassen. Wieder vier frei. Und ihr seht auch gleich, ob ihr richtig seid. Wenn ihr auf der Rückseite seid, bei unserer 7er Fläche, müssen wir genau in der Mitte ankommen. Falls ihr nicht in der Mitte ankommt, habt ihr euch irgendwo verzählt. Na? Gut. Ansonsten immer wieder vier Blöcke Platz, Magenta hin, vier Blöcke Platz, Block hin. Ne? Und so machen wir das so lange, bis wir nach vorne kommen. Und dann sollten wir hier auf der anderen Seite nochmal drei Blöcke haben. Ne? Das geht dann perfekt auf mit unserer Vorderseite, wie wir es auf der anderen Seite haben. Ne? Denn wollen wir jetzt diese Knubbel, die wir uns jetzt überall platziert haben, natürlich noch ein bisschen verfeinern. Das heißt, wir machen jetzt hier zur Seite drei weitere Blöcke. Jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Da wir, sage ich mal, das Glas nicht anmalen können, müssen wir das ein bisschen anpassen. Das heißt, wir fangen jetzt hier an der Seite an. Wir setzen jetzt an der Seite drei Blöcke hin. Weil wir jetzt hier zwei Blöcke haben, von der Ebene setzen wir hier gleich einen weiteren Block einfach mal ran. Ne? Auf der anderen Seite brauchen wir es nicht. Weil hier passt es perfekt, haben wir drei Blöcke. Danach, hier oben in der Mitte, setzen wir noch einen weiteren Block oben drauf. Okay. Wir machen es nochmal zur anderen Seite. Wir bauen das immer so ein bisschen synchron, weil dann passt das. Also, erster Knubbel nach unserem Dreier. Setzen wir hier an der Seite einen Dreier hin. Hier tauschen wir komplett das Glas einfach aus durch unsere Keramik. Und obendrauf setzen wir einfach den Block. Gut, gehen wir gleich zum nächsten über. Der ist wieder einfach. Also, schräg davon machen wir einfach mal drei Dreier hin. Andere Seite auch. Hier passt wieder perfekt mit dem Glas. Und oben glatt einfach ansetzen, ne, den Dreier. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Also, wir machen hier glatten Dreier an der Seite.
nochmal ein Dreier auf der Seite und hier oben, zack, setzen wir einfach den Block einfach oben drauf aufs Glas. Kommen wir gleich zum nächsten. Hier wollen wir auch wieder schräg zu beiden Seiten einen Dreier hinsetzen. Andere Seite setzen wir den jetzt nicht einfach so glatt ran, sondern hier tauschen wir einfach das Glas hin drin aus auf 3 und setzen hier auch unseren Block in das Glas rein. Also das setzen wir nicht vorne hin, dass es so übersteht, sondern einfach rein. Machen wir nochmal auf der nächsten Seite. Also auch hier wieder Dreier hier an der Seite hin. Hier machen wir es wieder komplett im Glas hin und den hier auch einfach in Glas rein. Kommen wir natürlich noch zur Rückseite. Hier auch eigentlich relativ simpel. Auch hier wieder einfach schräg zu den Seiten, setzt ihr einfach 3 Blöcke. Jetzt müssen wir mal überlegen. Hier oben, zack, setze ich mir den einfach mal so rein. Ja, das passt ganz gut. Machen wir an der Seite auch nochmal. Also wieder 3 Blöcke hier jeweils immer so schräg von der Seite. Setzen wir uns und hier oben, zack. Ups, jetzt habe ich einen zu viel weggehauen. Dort sehen wir einfach unseren Blockländer auch in dieser Form. So, auf der Rückseite ist es am einfachsten. Na, hier setzen wir komplett alles ins Glas einfach mal rein. Da müssen wir nicht so ein bisschen gucken, wie das alles so passt. Zack und fertig. Dann haben wir schon mal das erste Muster fertig. Kommen wir jetzt zur nächsten Etage. Da grenzen wir das jetzt aber ab. Da fangen wir, ich würde sagen, auf der Vorderseite der Tür einfach mal an. Wir tauschen uns jetzt hier ein paar Glasblöcke aus. Und zwar ist jetzt immer hier oben dieser Knubbel mit der nächsten Ebene verbunden. Und da ziehen wir jetzt erstmal hier so einen Kranz ringsrum. Das heißt, ihr tauscht jetzt hier einfach komplett die Glasblöcke einfach mal aus. Die, sag ich mal, hier oben auf der Ebene sind. Ne? Also diese eine Ebene, die wir hier haben, könnt ihr hier komplett einmal austauschen. Und das ziehen wir uns hier einmal ringsrum. Habt ihr dann auch einmal so die Ebene ausgetauscht? Sollte es so aussehen. Wir können nochmal einmal kurz drauf gucken. Also wir haben dann sicher hier die Ebene ausgetauscht. Dann haben wir ja mal ein Einer. Denn diese Ecke hier und wieder der Einer. Ne? So sollte eigentlich das hier einmal komplett ringsrum gehen. Sobald wir es haben, fangen wir wieder am besten auf der Seite an, wo ihr eure Tür habt. Wir fangen jetzt vorne an. Wir tauschen mal hier den einen Glasblock aus durch unseren Keramik. Und dann gehen wir hier zur Seite, jeweils noch 2 weitere Blöcke. Und die gehen so einfach nach oben. Das Schöne ist, das ähnelt sich genau auf der Rückseite genauso. Ne? Also wir könnten ja hier auf der Rückseite auch erstmal das hier einfach mal sonst platzieren. Und dann passt das. So, jetzt fange ich wieder einfach auf der Vorderseite an, einfach mal so gesehen. Wir fliegen jetzt hier zur Seite und wir haben ja, sag ich mal, hier diese Ecke. Und dann würde ich einfach mal sagen, von der Ecke, die dahinter, machen wir einfach jetzt hier einfach mal unsere Keramik hin. Und dann gehen wir einfach zu jeder Seite hier so schräg. Also hier gehen wir einfach mal 2 Blöcke schräg nach oben. Und auch zurück gehen wir hier 2 Blöcke so schräg nach oben weg. Ich glaube, das ist ganz gut. Das machen wir auch an der Seite genauso. Also wir gucken mal. Wir haben ja hier diesen Dreier. Dahinter Keramik hin. Und dann gehen wir hier 2 Blöcke schräg zu der einen. Ups, jetzt habe ich ein bisschen viel weggehauen. So, einmal zur einen Seite und dann nochmal zur anderen Seite so schräg. Ja, so können wir uns das hier einmal langziehen. Und das ist eigentlich genau das gleiche, was wir jetzt hier auf der anderen Seite machen. Ihr guckt wieder hier, wo ist dieser Dreier. Setzt ihr euch hier einen Block hin. Und dann geht ihr wieder einfach so, zack, 2 Blöcke so schräg nach oben. Und andere Seite genau das gleiche Spiel. Okay, gut. Eine Seite müssen wir nochmal machen. Wir fliegen wieder hin. Wo ist unser Dreier? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Hier von der Seite gucken wir am besten. Von unseren Dreier. Zack, Block dahinter und jeweils 2 so einfach schräg in die Ecken. Ja, das passt ganz gut. Super. So, unsere Arbeit ist noch nicht getan. Wir fangen am besten wieder auf der Vorderseite an von unserer Tür und setzen noch ein paar Pünktchen hin. Und zwar, wir gucken jetzt hier seitlich. Wo ist jetzt hier so ein bisschen die Mitte davon? Ich würde sagen, das ist hier die Mitte. Setzen wir einfach so einen Block hin. Andere Seite genauso. Mitte gucken, das wäre hier so, blocken. So, auf der Seiten ist es eigentlich ganz offensichtlich, wo die Mitte ist. Die können wir da einfach mal hinsetzen. Hier müssen wir wieder so gucken. Das müsste jetzt der hier sein. Seite ein bisschen gucken, wo so ein bisschen die Mitte ist. Da setzen wir den Block hin und die Seiten ganz offensichtlich, zack, Mitte gefunden. Na gut, machen wir wieder weiter. Und zwar wollen wir jetzt oben dieses Muster wieder miteinander verbinden für die nächste Ebene. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal so an. Jetzt müssen wir ein paar Blöcke noch dazusetzen und ein paar weghauen. Und zwar, wir fangen am besten auf der Vorderseite an. Hier setzen wir dahinter einen Fünfer uns hin. Oh, ein Fünfer. Wir machen das immer gleich mal synchron auf beiden Seiten. So, auch hier auf der Rückseite einen Fünfer hin. So, dann fangen wir auf den Seiten an. Da setzen wir uns einen Dreier hin. Ja, dass er, sag ich mal, hier immer diese Punkte zusammen verbindet. Andere Seite auch ein Dreier hin. Jetzt gehen wir zu den Seiten und setzen hier jetzt ein Zweier hin. Und hier würde ich mal ein Einer einfach mal machen. Das reicht schon völlig aus. So, wir gehen wieder zur anderen Seite. Einer hier hin, Zweier dahin. Da tauschen wir komplett das Glas einfach mal aus.
So, die Seite auch. Und andere Seite. So, genau das gleiche Spiel, ne? Dass wir hier dann das Glas einfach austauschen. Ne? So haben wir die ganze Ebene verbunden. Und kommen danach nur noch zur obersten Ebene. Weil so können wir es noch nicht lassen. Sucht mal hier mal die Mitte. So, da können wir einen Punkt einfach mal hinsetzen in der Mitte. Und dann gehen wir zur Seite und tauschen jetzt hier einfach mal komplett die seitlichen Blöcke durch unsere Keramik aus. Ne? Dass oben auch hier die Kuppel gestützt wird und gehalten wird. Ne? Einfach so schräg. Ups, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. So, das müssen wir hier reinsetzen. Ja, genau. Aber halt, ne Quatsch, das war jetzt der Fehler. Wir müssen das draufsetzen. Meine Güte. So, genau. Andere Seite auch. Zack, zack, zack. Drei Blöcke weghauen und dann hier einfach die Keramik reinsetzen. Ne? Andere Seite auch. So, wunderbar. Und dann haben wir das fertig. Das ist dann die Kuppel von unserer Werkstatt. Die wollen wir natürlich auch noch innen drin gestalten. Das heißt, wir gehen hier mal rein. Ich mache mir erstmal so separat mal erstmal die Tür auf. Ihr könnt jetzt eine Sache machen, und zwar den Boden austauschen durch einmal unseren orangen Beton. Wenn man das geschafft hat, kommen wir schon zur nächsten Ebene. Und zwar nehmt ihr jetzt mal eure Sandsteinstufen. Ihr könnt auch gerne Betonstufen nehmen, falls die Minecraft irgendwann mal reinbringt ins Spiel, dann nehmt das bitte. Ansonsten müssen wir uns erstmal da noch ein bisschen, ja, zufrieden finden. Und zwar setzen wir jetzt hier an der ersten Ebene, die ja alles hier unten miteinander verbindet, einfach unsere Sandsteinstufenschicht oben am Block einfach mal ran und können damit die Fläche hier oben einmal ausfüllen. Habt ihr die Stufen denn oben einmal platziert, suchen wir uns einmal die Mitte. So, da braucht ihr jetzt keine Panik kriegen, ganz einfach. Wir haben ja auf jeder Seite die perfekte Mitte. Oh, hier haben wir es. Da haben wir es. Da haben wir es. Und hier sehen wir den Punkt. Hier haben wir es. Wunderbar. So, von der Mitte aus gucken wir mal nach oben. Muss ich selber mal gucken. So, Mitte ist hier. Ha, ihr seht es. Perfekt die Mitte getroffen. So, hier machen wir uns einfach ein 3x3-Feld bei der Mitte. Weil beim Weihnachtsmann haben die irgendwie so eine fliegende Plattform, die von unten, von der Mitte des Raumes, nach oben geht. In Minecraft schwer umzusetzen. Von daher empfehle ich jetzt einfach mal ein bisschen Fantasie. Wir wollen uns natürlich jetzt diesen Boden jetzt noch ein bisschen verschönern. Und zwar, ich finde einfach diese Textur von Sandstein nicht gerade wunderschön. Ne? So weihnachtlich passt das auch nicht. Das ist so mehr so ein Braunton. Es ist zwar orange, aber es hat doch einen sehr starken Stich von so einem Braunton. Und daher machen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen orangen Teppich drauf. Dann passt das so ein bisschen mit unserem Betonboden unten. Das hebt sich dann so ein bisschen ab. Wenn wir den Teppich denn hier einmal ausgelegt haben, können wir den auch noch gleich dafür mal nutzen. Muss ich hier selber nochmal gucken, wo haben wir hier unsere Dreiermitte? Da. Einfach nochmal so eine Dreierplatte dann einfach unten setzt, weil das ist dann einfach diese Plattform, mit der ihr dann da oben schweben könnt, in die nächste Etage. Einfach mal so als Beispiel so ein bisschen andeuten. Ne? Das ist dann so ein bisschen passt wie in der Serie. Weil da sind sie einfach auf eine Plattform getreten, die hat sie dann nach oben gebracht. Und sobald sie wieder nach unten wollten, sind sie einfach wieder auf die Plattform gegangen und dann ist sie wieder runtergeschwebt. Keine Ahnung, wie man das mit Commands machen soll, ohne irgendwie einen Hebel oder einen Knopf zu verwenden. Naja, muss man mal gucken, wie man es macht. Aber andernfalls einfach so als Anspielung platzieren wir uns einfach Teppich unten hin. Tja, und dann sind wir mit der Kuppel schon innen drin fertig. Wie man es natürlich einrichten kann, gucken wir uns dann am Ende nochmal an. Da fliegen wir nochmal rein. Ich zeige euch das alles ganz in Ruhe. Ne? Ist gar nicht mal so schwer, sich innen drin das ein bisschen zu gestalten. Auch ohne Texturpakete von Weihnachten kriegen wir das hin. Trotz alledem wollen wir noch eine Satellitenschüssel oben dran bauen, dass wir auch einen guten Funk haben, um alle Wünsche einzufangen, die sich die Kinder wünschen. Von daher holen wir uns noch ein bisschen glatte rote Sandsteintreppen raus, davon nochmal den Block. Dann holen wir uns dann ganz normale Sandsteintreppen raus und davon nochmal den Block, also hier mit schöner Textur. Dann holen wir uns noch ein bisschen Akazienzaun raus, passend zur Farbe und dann natürlich auch noch den passenden Knopf dazu. Wir beginnen dann erstmal mit unseren roten Gärten-Sandsteintreppen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen geguckt, damit ich genau weiß, wo wir jetzt anfangen. Und zwar, wir fangen am besten auf der Seite an. Wenn wir jetzt mal gucken, wo haben wir unsere Tür, die haben wir jetzt hier, fangen wir auf der linken Seite an. So, dann gucken wir auf der linken Seite. Wir haben hier oben, sage ich mal, diese Dreier-Keramik. Da setzt ihr einfach mal an der Seite eine Treppe hin, dann eine umgedrehte ran, wieder eine Treppe rauf und einen Block ran. So, von diesem Block aus richten wir uns jetzt mal. Da wollen wir jetzt vier Treppen uns hinsetzen. So, wir fangen jetzt hier an. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal eine weiter nach unten und die setzen wir immer einfach so umgedreht ran. Ne, dann haben wir schon mal zwei unten und machen das nochmal zweimal nach oben weg. So, andere Seite können wir das genauso machen. Hier können wir das auch gleich einmal so rüberziehen. Ne, da sparen wir uns ein bisschen Arbeit. Hier unten natürlich auch. Wir haben das jetzt erstmal auf jeder Seite einmal überstehen. Das erweitern wir nochmal.
sitzen jetzt aber an den Treppen immer so eine Treppe ran, die da einfach angeeckt ist, ne? So, das machen wir nicht nur auf der einen Seite, sondern auch nochmal synchron auf der anderen Seite. Setzen wir an jeder Treppe nochmal so eine angeeckte Treppe ran. Schick. So, kommen wir jetzt erstmal auf der unteren Ebene. Da setzen wir nochmal drei normale Treppen unten hin. Und nochmal zwei umgedrehte Treppen an der Seite so nach vorne gerichtet hin. Dann kommen wir mal nach ganz nach oben. Hier setzen wir jetzt drei normale Treppen nach vorne gerichtet hin. Und zwei jeweils so angeeckt, ne? An der Seite nochmal hin. So. Dann kommen wir jetzt an den Seiten. Da setzen wir roten Sandsteinblock hin. Und zwar 1, 2, 3 Stück. Andere Seite auch. 1, 2, 3. Und die mittlere Fläche setzen wir nochmal ein paar Treppen hin. Einfach hier ganz normale Treppen rauf und fertig. Das ist dann schon so ein bisschen unsere Satellitenschüssel. Da wollen wir noch ein bisschen Feinheiten machen. Wir nehmen unseren Zaun, platzieren unten zwei. Auf der letzten Ebene oben platzieren wir in der Ecke zwei. Und in der Mitte würde ich auch nochmal mir eine setzen. Na, vielleicht machen wir uns da eine hin. Aber ich denke mal, in der Mitte hier mache ich mal den Zaun weg. Wir haben ja an sich ja fünf Treppen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. So, in der Mitte nehmen wir doch mal lieber nochmal unsere glatten Treppen. Setzen wir eine da einfach mal ran und eine umgedrehte. Und auf der umgedrehten machen wir nochmal den Zaun. Ich glaube, das hebt das Ganze doch ein bisschen hervor. Und dann können wir nochmal unsere Knöpfe auf unseren Zaunpfosten hier überall verteilen. So, zack, 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 hier überall mal rauf. Und dann haben wir unsere Satellitenschüssel fertig vom Weihnachtsmann. Jetzt kann man noch ein bisschen Bonus machen. Und zwar in den meisten Folgen sah man, dass auf dem Dach noch Schnee liegt. Ist aber Geschmackssache. Ihr müsst es nicht machen. Man kann es gerne machen. Denn nehmt euch einfach ein paar Schneeblöcke. Fangt einfach mal so an, dass ihr oben erstmal hier ringsrum euch nochmal so eine Schneeblockschicht uns einmal hier platzieren. So, können wir hier einfach mal machen. Und danach nehmt ihr euch einfach Schneeplatten und könnt ihr willkürlich euch hier noch ein bisschen Schnee drauf platzieren. So, alles müsste bedeckt sein, aber wie hoch ihr welche Platten hier macht, ist ganz euch überlassen. Tobt euch hier aus, fliegt einfach ein paar Mal rüber. So, zack, 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 zack. Sollt nicht vielleicht so doll hoch machen, so ein bisschen halt. Dann passt das schon. Gut. Soweit wir das jetzt hier geschafft haben, kann man entscheiden, wie weit man noch nach unten geht. Ich würde euch empfehlen, höchstens noch zwei weitere Ebenen. So, jetzt hier auf der Ebene würde ich natürlich jetzt mir einfach nur ein paar Schneeplatten setzen. Und dann kannst du danach dann machen, dass der Schnee auch ein bisschen nach unten gerutscht ist, ne? Dass da so viel schon drauf lag, dass man da einfach sagen kann, okay, der ist ein bisschen runtergefallen schon hier so, ne, von der oberen Plattform. Wir haben ja sicher eine runde Kuppel hier. Und das ist ja auch klar, dass der nicht komplett in den Seiten, sag ich mal, der Schnee liegt, ne? Weil irgendwann ist es halt so glatt, dass der komplett nach unten rutscht. Von daher werden wir das auch nicht komplett machen. Wie gesagt, geht noch zwei Ebenen ein bisschen tiefer, dann passt das halt. Passt euch hier einfach ein bisschen an. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, immer mal wieder so einen Schneeblock für euch hinsetzen. Ne, wie gesagt, zwei Ebenen, das reicht dann schon völlig. So zum Beispiel. Und dann ist das schon komplett fertig. Das reicht schon aus. Mehr müsst ihr da nicht machen. Dann wollen wir natürlich noch den Abstecher zur Werkstatt machen vom Original. In den meisten Folgen sah man auch irgendwie, dass da noch so ein Weihnachtsgeschenk draußen war. Ne, das kann man sich einfach leicht irgendwie platzieren, so ein 3x3. So ein 3x3 Würfel kann man sich hier einfach draußen noch ein bisschen setzen. Man kann auch noch sich Schneeplatten nehmen und so ein bisschen ringsrum bei unserer Werkstatt auch noch hier so ein bisschen Schnee machen, dass dies so ein bisschen eingebettet ist. Nur, dass hier schon richtig viel Schnee gefallen ist. Tja, da wollen wir das hier natürlich einmal betreten. Wir haben natürlich unseren Schlüssel, zack, und kommen natürlich rein. Ich habe mir einige Folgen natürlich angeguckt, um zu sehen, was so ein bisschen drin ist. Natürlich die Maschine, die natürlich das Spielzeug macht, darf nicht fehlen. Bei der Maschine, ja, ist ein bisschen knifflig, die sich ein bisschen darzustellen, weil, ich sag mal, die war gelb, ja, oder orange oder gelb. Muss man mal gucken, wie man sich die machen will. Ich habe die jetzt einfach mal mit Keramik mir ein bisschen hier gemacht. Da waren auch so ein bisschen Weihnachtsbäume irgendwie drauf gemalt. Kann man jetzt nicht ganz und gar machen in Minecraft. Da habe ich jetzt einfach mal ein paar grüne Knöpfe genommen. Der Hebel war ja immer da, ne, dann ist ja das Spielzeug rausgekommen. Kann man jetzt hier irgendwelche Köpfe oder sowas vorne platzieren. Mit Banners kann man sich auch ein bisschen so ein Auge machen. Ist auch gar nicht mal so schwer, wenn man sich das mal so anguckt. Nee, dann macht er einfach so einen schwarzen Strich in der Mitte hin, färbt die Hälfte des Banners mit einer Farbe, die du halt brauchst für deine Maschine, machst noch einen Rahmen ran, fertig. Und schon habt ihr das Auge. Dann hatten sie ja, sag ich mal, so einen Tisch, ne, wo der Erfinder saß und hier immer das Spielzeug ein bisschen entworfen hat, was denn die Maschine entwickeln soll. Dann hatten sie auch noch ihren Computer, ne, da konnten sie ja die Kinder sehen, wie sie ihre Geschenke auspacken immer zu Weihnachten, ne, und haben sich ja gefreut, wenn ihre Mission erfüllt war. Hier kann man natürlich auch noch ein paar Spielzeugideen machen, vielleicht hier so ein, ja, so ein, vielleicht so ein Clown, der aus der Box springt oder sowas kann man ja machen, ne? Einfach so ein paar Ideen. Auch Weihnachtsbäume sind machbar in Minecraft ohne Textur. Man braucht ein bisschen Fantasie, um den zu erkennen, aber ich denke mal, das passt schon ganz gut. Man könnte ja Baustände als Weihnachtsstern nehmen oben. Ist so das Einzige, was mir jetzt so eingefallen ist, was man da so wirklich nehmen könnte in diesem Maßstab. Ne, wenn man größer baut, kann man es natürlich immer ein bisschen besser anpassen. Aber wenn man so klein baut, ist es immer ein bisschen kniffliger.
auch so ein bisschen Deko, was man, sag ich mal, noch sich in den Raum führen kann, weil man sah nicht immer so ganz so gar, was man da machen kann. Gut, Weihnachtsbäume, Geschenke waren da. In Minecraft Geschenke sind ja immer so eine Sache für sich. Hier fand ich so die Idee ganz cool, so ein Geschenk zu machen, wo, sag ich mal, vielleicht, ja, so eine Eisenbahn drin steckt, ne, die immer so hier runden dreht schon, ne, dass die hier noch verpackt wird. Naja, ein bisschen Fantasie kann man ja immer mitbringen. Ja, ansonsten ein paar große Geschenke, ne, wer weiß, was da wohl drin ist. Da waren wohl die Kinder wohl sehr artig, um sowas Großes zu halten. Naja, ansonsten geht's hier nach oben auf unserer magischen Plattform. Schupp, auch die Special Effects, ne, die man hört die ganz gut. Ja, dann sind wir natürlich hier oben, auch noch ein paar Geschenke kann man machen. Hier ist ja, sag ich mal, das Büro vom Weihnachtsmann, ne, der sitzt ja immer über der Werkstatt. Hat er natürlich hier seinen Arbeitsplatz, ne, kann man sich ja ein bisschen hier gestalten. Vielleicht hier noch so ein Geschenkesack, den man sich mit dem Kessel vielleicht ein bisschen platzieren kann. Und ja, das wär's denn ja eigentlich auch. Das ist dann hier unsere Werkstatt, ne, oben ist natürlich die Schneeplatte drauf. Aber ich finde das innen drin ganz gemütlich hier. Müsste man sich nur vielleicht überlegen, wie man da oben kommt. Ne, aber so eine Plattform, die schwebt auf Befehl, wenn man nur draufsteht, ist ein bisschen schwer in Minecraft. Aber ansonsten finde ich das ganz schick hier. Kommt zur Serie eigentlich ganz nah. Ne, also es passt schon ganz gut. Da verlassen wir natürlich noch unsere Werkstatt hier und sind mit der heutigen Folge auch fertig. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, Geschenke einzupacken in deiner neuen Werkstatt. Ich bedanke mich noch ansonsten wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir natürlich viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Von daher haust rein und tschüss.